Jetzt? Alles gut, oder? Zumindest habe ich jetzt hier einen Anschlag. Also ich, ich musste jetzt wirklich Japp. Nee, ne? Was ist denn an Japp schlimm? Gut. Dann begrüße ich euch jetzt zu Final Fantasy VI. Ich hatte zwar letztes Mal gesagt, dass der fünfte Teil der letzte ist, aber ihr wisst ja, Omega Weapon steht noch auf dem Programm. Ich stehe wieder an diesen drei berühmten Schaltern, wofür ich 8 Stunden gebraucht habe, mich hier hinzubegeben. Wir gehen durch und da vorne ist das Vieh. So, ich habe mich ein kleines bisschen eingelesen. Omega hat 3 Stufen. Wann die Stufen, ich sag mal, wechseln, also wann ich die erste Stufe besiegt habe, die zweite kommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass der in den verschiedenen Stufen andere Angriffe drauf hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel gleich angreife, kommt zum Beispiel, weiß ich nicht, Schlag oder was. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas wird auf jeden Fall kommen. Und in der zweiten Stufe wird das dann halt kein Schlag, das wird dann halt was anderes. Wir gucken es uns mal an. Ich werde den garantiert nicht beim ersten Mal wegfegen. Wir schauen uns das Ding jetzt mal an und gucken, vielleicht kriegen wir den relativ weit, aber ich glaube nicht, dass ich ihn jetzt besiegen kann. Wir schauen uns das Teil an. So, da ist er. Ich werde ausschließlich mit Ultima angreifen. Ausschließlich. Denn ich habe mir sagen lassen, dass physische Angriffe gar nichts bringen. Und was er jetzt auch gerne macht, ist, in der ersten Stufe nach jedem Angriff macht er einen Froststaub. Das heißt, ich bin gefroren und kann mich nicht mehr bewegen. Wie kriege ich Froststaub weg? Ganz einfach. Zeige ich euch jetzt. So, mit allen dreien greife ich jetzt an. Froststaub. So, jetzt darf Edgar nochmal. Nee, doch nicht. Oh, Flashstern. Oh, das ist fies. Ah, okay, doch nicht so fies. So, jetzt du noch und jetzt sind wir alle drei gefroren. Ach nee, halt, stopp. Jetzt hat er mir quasi, jetzt hat er mir die Überraschung geklaut. Dieser Penner. richtig, ich bin in einer Steinhöhle. Wo der Boden herkommt, keine Ahnung. Jetzt hat er mir die Überraschung geklaut. Flairstar ist auch ein Feuerangriff und Feuerangriffe lassen mich wieder auferstehen quasi. Von auferstehen von den Gefrorenen, sag ich mal. Ja. Gut, das werde ich halt machen müssen, zumindest in der ersten Stufe. Wenn er den Froststaub auspackt, einfach Feuer drauf und ihr seid wieder da. Ganz einfach. So, mit dir werde ich jetzt mal heilen, denn du bist meine stärkste magische Pussy. So, du bist schon gefroren, okay, dann machen wir mal Feuer auf Edgar. Scheiße, was war das jetzt? Oh, ich habe Autokampf angemacht, das war ein doof Idee. Das wollte ich nicht. So, nochmal Froststaub auf Lock. Oder Dissonanz. Jetzt wird die Stufe halbiert. Das ist scheiße. Ich hoffe nicht, dass er das jetzt bei Edgar auch macht. Bei Saban. Ne, macht er nicht. Gut. Dann kann ich Feuer auf dich zaubern. So, was jetzt? Großdelta. Oh, das hört sich fies an. Jo, das war fies. So, Feuer auf dich. Ich glaube, ich nehme Lock jetzt zum Feuerzaubern. Oder ich nehme halt mich selbst. Okay. Ah, Meteor. Hm. Autschen, oder? Oh ja. So, alle wieder da. Ultima. Schon wieder Froststaub, okay. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Das Zusatz Dungeon, du meinst den Seelenschrein. Den habe ich ja letztes Mal beim letzten Teil, als ich den Imperatordrachen besiegt habe, gesagt bekommen, dass ich da rein muss. Mal gucken. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Das ist
auf dem Plan. So, kommt jetzt Stufe 2. Vergeltung. What the f... Oh, vorbei. Haha. Was immer das war, ich mach schon mal Vigra, vorsichtshalber. Rakete, daneben. Und 18, joa. Oh, Delta-Attacke. 116, habe ich richtig gelesen? Oh, shit. Oh, shit. Du bist Stein, das wollen wir nicht. Dann machen wir einmal Feuer auf dich. So, ihr seid wieder alle da. Terra ist ganz oben, die siehst du nicht leider, weil mein Bildschirm davor ist. Also, warte mal. Da ist Terra. So, gesehen? Gut. So. So. Weiter geht's. Vigra bitte, wie ihr wollt. Sehr nice. Ultima. Mal gucken, wie stark Loks Ultima-Angriff jetzt ist, nach der Stufenhalbierung. Rakete. Mach du. Oh, 20. Ich vermute mal, das sind so immer... Ah, Rakete. Warte mal, das kenne ich noch aus Final Fantasy. Was war das? Ich glaube, das war 7. Das ist so ungefähr so ein Angriff wie Graviga oder so. Das zieht mir immer so ein Viertel ab. Ja, 7, 9 ist auch noch okay. Für die Hälfte der Stufe. Oh, du bist tot? Das ist scheiße. Ich habe bewusst auf Schutzengel verzichtet. Denn... Geistesmarter. Ich glaube, jetzt werde ich mit allen möglichen Zustandsscheiße belegt. Yep. Was habe ich denn? Tobsucht? Oh, jetzt werde ich... Ah, doch, Edgar wird doch geheilt. Okay. Na, Tobsucht kriege ich nicht geheilt. Weihwasser. Okay, Stein, sehr gut. Besser als, ich brauche Medica. Okay, du bist wieder da. Du machst auch nochmal Vigra. Dann stirbt Edgar jetzt halt beim nächsten Angriff möglicherweise. Vigra. Oh, ich glaube, Terra stirbt jetzt. Oder wird sie zu Stein? Ich weiß es gar nicht. Eins von beiden. Ja, sie stirbt. Okay, dann Erzengel. Junge. Du mit deiner scheiß Rakete immer. Seht ihr? Genau, war genau ein Viertel. Ne, ich lasse mir Lock mal über. Gucken, was der jetzt macht. Nichts Schlimmes, bitte. Vor allem nicht auf den, der ins Erzengel zaubern muss. Vorbei, vorbei. Okay. Alle kriegen so ein bisschen HP abgezogen. Edgar hat Todesurteil auf sich. Suprafrost, was ist das denn? Oh, okay. Saban muss heilen. Rakete. Es läuft eigentlich ganz gut. Muss ich tatsächlich sagen. Sind wir schon bei Stufe 3 jetzt? Möglich ist das. Herzloser Engel. Oh, ich brauche Megalex hier. Denn... Hast du so eng? Ja, to. Scheiße. Oh, fuck. Das war diese. Oh, fuck. Herzloser Engel ist richtig fies. Vor allen Dingen, wenn ich dann noch diese HP zwischendurch abgezogen kriege. Ha, schade. Okay. Egal, nächster Versuch. Jetzt müsste ich wieder bei Shadow landen. Jawohl, so ist es. Nee, ich hau ab. Oder nee, kann ich nicht. Scheiße.
Herzloser Engel ist eine richtig fiese Attacke, aber schade, ich war richtig gut dabei, muss ich sagen. Ich war möglicherweise sogar schon bei Stufe 3 von 3. Und ich meine, gelesen zu haben, dass jede Stufe 60.000 HP sind. Naja, Herzloser Engel, Kingdom Hearts kenne ich nicht, aber du scheinst recht zu haben. Das ist zum Beispiel auch, wie heißt die Attacke bei Final Fantasy 13 auch gleich? Gnadenloser Richtspruch heißt die. Das ist dasselbe. HP werden auf 1 runtergeballert. Und naja, gut. Ich hätte ja sowieso nicht gedacht, dass ich den direkt wegwichse. Ich weiß nicht, soll ich mal Phantom probieren, obwohl Diablos auch geil ist. Oh, ich habe eine Stufe, die auf jeden Fall durch 4 oder 5 teilbar ist. Und ich glaube, ich habe auch gelesen, dass der ich habe deswegen auf Schutzengel verzichtet, weil wenn ich Schutzengel benutze, kriege ich nur, ich glaube, 1200 MP zurück oder so. Und das ist mir einfach zu viel Aufwand, wenn einer so zwischendrin stirbt, wieder auf den Schutzengel zu zaubern, wenn Erzengel dir volle HP zurückgibt. So. Wenn alle sterben, okay, habe ich halt Pech gehabt, aber ich habe Stufe 80. Das könnte ein Problem werden, aber gucken wir mal. So. Ich krieg wieder dreimal Superfrost wahrscheinlich um die Fresse. Ah ne, Froststaub hieß das. Dann mache ich schon mal Feuer in Advance. Oh nee, nicht auf. Nein. Oh. Noch ein Froststaub, super geil. Dann wirst du Vigrad zaubern und Saban macht Feuer. Ah nee, der ist gefrostet, scheiße. Okay. Okay, okay, okay. Ah, du auch? Scheiße. Oh Mann. Oh, und Großdelta. Egal. Wie gerade kommt. Okay. Feuer auf euch, auch sehr nice. Kreuz des Südens, was ist das denn? Ich mach mal Vigra, kann ja nicht schaden. Uha, 6000 auf Lock. Ne, du hast eine halbe Stufe, das mache ich nicht. Ich mache mit dir Vigra. Ihr beiden macht Ultima. Wow. Wow. Alter. Kein Froststaub. Ne, macht er nicht. Okay, dann ist jetzt Stufe 2. Dann kommt jetzt was anderes. Genau, Vergeltung. Ich hoffe nicht so krass auf Edgar und Locke. Perfekt, vorbei. Du hast halbe Stufe. Rakete ist mir eigentlich relativ Wurst. Ich mache mal Vigra. Oh oh. Okay. Wellenkanone ist auch neu, kenne ich auch noch nicht. Ha, ich werde geheilt, geil. So, Erzengel. Rakete, ja, Rakete ist okay. Ich glaube, die dritte Stufe ist tatsächlich die krasseste. Also, wenn er dann wieder sein Herz des Tralalas auspackt, dann kriege ich sie wieder auf die Fresse.
Energiefokussierung. Okay, jetzt kommt wieder ein Großdelta-Angriff. Ich bereite mich vor. Mit Vigra. Na komm, Großdelta, mach schon. Trau dich. Geistes... Oh, nee, jetzt kommt der Scheiß hier. Tötet dich, Erz... Nein. Der ballert nur meine MP, HP auf 1 runter. Und ich hatte ja eben diesen... Ich weiß nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall hatte ich ja sowas wie Gift auf mir, was mir permanent irgendwie HP abzieht. Und das war gerade in dem Moment, wo ich eins hatte, die Bank durch, kriegten alle was abgezogen und zack, war ich tot. Also das war blödes Timing. Richtig blödes Timing. Nochmal Vigra auf alle. Was macht Lok? Lok wird Medica zaubern auf Edgar. Oh shit, das war Ultima auf mich. Danke. Oh, Vigra geht noch bei... Oh, oh, wieder Superfrost. Autsch. Aber wenigstens greift er an. Okay, Rakete auf dich. Ist auch okay. Blaster heißt, ich bin sofort tot. Geht vorbei. Sehr schön. Nochmal Ultima. Jetzt kriege ich noch einen Vigra, glaube ich. Oh, oh, Energiefokussierung heißt, jetzt kommt ein Großdelta. Meistens. Rakete, okay. Kannst du machen. Vigra mal auf dich alleine. Medica brauche ich nicht mehr, schade drum. So, ich mache nochmal... Ne, mit Terra warte ich jetzt. Denn er bereitet wieder irgendwas vor. Genau, den Geistesmarter. Jetzt kriege ich wieder irgendwas um die Ohren geworfen. Jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, nichts Fieses. Oder er geht vielleicht sogar daneben. Nein, tut er nicht. Okay, dann muss ich Medica auf dich. Was machst du jetzt? Ah, okay. Ja, okay, du hast Tobsucht. Dann besser wäre, wenn du stirbst, auf jeden Fall. Oh, oh. Ja, okay, er ist tot. Perfekt. Oh, oh, scheiße, du auch. Ich muss irgendwie Saban dazu kriegen, sich selbst zu kloppen. Und auf jeden Fall irgendwie auch die... Nein, nicht Versteinerung. Oh, oh. Jetzt hat der mich Nein. Ja, der wird mich physisch angreifen. Theoretisch bin ich jetzt tot. Ja, vorbei. Phantomstoß auf mich selber vielleicht. Nein. Delta-Attacke. Der wird mich nicht physisch attackieren. Ja, okay. Das war's. Gut. Also ich komme immer bis zur dritten Stufe, habe ich das Gefühl. Und dann ist Schluss. Ich werde mal... Ich habe doch zwei Schleifen. Aber warte mal, ich muss erst die Gruppe tauschen. Ich habe doch zwei Schleifen. Dann werde ich das irgendwie umgehen. Mit... Ich nehme mal Terra und Lok. Den lege ich Schleifen an. So. Auf ein neues. Also, Terra kriegt Laufstiefel, brauchst du garantiert nicht. Du kriegst die Schleife. Halt. Ich kann die Gruppen nicht mehr tauschen. Scheiße, hätte ich das mal vorher gemacht. Ich glaube nämlich, die andere Gruppe hat die Schleife. Ah, wisst ihr was? Ich mache das nochmal neu. Das nochmal kurz neu starten, denn ich glaube, dass die Gruppe mit Setzer die Schleife hat. Die wäre jetzt auf jeden Fall nicht verkehrt. Fortfahren. Ja, perfekt. Da wollte ich hin. So, also. Habt ihr die Schleife? Ja. Doch, du hast sie, okay. Ich leg mal alles ab.
Du hast auch eine. Perfekt. Dreigestirn, Tamaso-Seele, Hermesstiefel, Doppelei. Ich werde mal gucken, ob ich die Ausrüstung vielleicht ein bisschen umstelle. Es gibt ja super viele Sachen, die ich gar nicht brauche. Ablegen. 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 So, jetzt gucke ich mal. Also. Erstmal heile ich mich. So, jetzt bekommt Terra statt der Laufstiefel die Schlag... Oh, ich habe sogar drei. Fuck. Geil. Drei Gestirn. Ja, brauchst du aber. Und das Hyperreif brauchst du eigentlich nicht, denn du zauberst ja eh. Kriegst du also auch die Schleife. So. Offenbarung, was war das nochmal? Erlaubt ein vierer Serienangriff ist mir auch scheißegal. Denn ich greife ja nicht physisch an. Also, wo ist das Ding? Da, Schleife. So, was ist mit dir? Du hast den Orden. Was ist das? Ja, ist mir auch eigentlich Wurst. Irgendwas, was mein... Was nehmen wir denn? Ich könnte dir noch ein Dreigestirn geben. Das wäre auch eine Idee. Mache ich ja auch. Und... Genji Fäustling für die Abwehr. Wobei, der greift ja nicht physisch an. Ich bräuchte eigentlich eine höhere Magieabwehr. Das wäre nicht schlecht. Reflex. Magiereflex auf 24%. Na, ja, merken wir uns mal. Habe ich nicht noch irgendwas anders Geiles? Nö, dann nehme ich den Lufthauchmantel. So, ansonsten seid ihr aber optimiert, wa? Ah ne, guck mal hier. Zorlindolch. Habe ich ja im Kampf... Oder nach dem Kampf gegen... War das der Knochendrache? Ich weiß es nicht, aber den brauche ich jetzt eh nicht. Du behältst bitte deine Ultima-Waffe. Oder? Ja, komm, scheiß drauf. So. Jetzt bin ich zumindest mit drei Leuten gegen dieses... Wie hieß der Angriff? Weiß ich nicht mehr. Egal. Ich bin auf jeden Fall geschützt. Geschützter als vorher. So, das laufe ich zwar langsamer, ist mir aber Schrott egal. Denn ich habe jetzt auf jeden Fall bessere Chancen. Auf geht's. So. Ne, du machst schon mal Vigra. Mach doch deinen Froststaub, Mensch. Ach gut, das geht daneben. Perfekt. Wenn es daneben geht, ist alles gut. Dissonanz. Ja, bei ihm klappt's. Scheiße. Okay. Ja, du kriegst einen Froststaub, okay. Dann machst du Feuer auf Edgar. Mit Terra warte ich jetzt einfach nur. Gucken, was der Typ jetzt macht. Froststaub, okay. Kriegst du auch Feuer. Ja, Großdelta, okay. Dann einmal Vigra. Boah, das ist schon fies. Über fast 5000. Doch, das geht. Muss ich gleich mal probieren, falls das jetzt nicht klappt. Ich habe es mal bei dem Imperatordrachen probiert. Da kam ein Angriff und ich war nicht mehr unsichtbar. Und er hat richtig reingehauen. Müsste ich mal testen. Ich könnte es eigentlich sogar schon jetzt testen. Ne, ich habe Diablos angelegt. Kann ich vergessen. Ich habe Phantom gar nicht. Gut, dass ich noch geheilt habe. 5000. Ja, der Kerl hat schon drauf, auf jeden Fall. Froststaub auf dich, dann kriegst du Feuer. Ich brauche ganz dringend einen Vigra. Ganz dringend jetzt. Bitte. Bitte. Nein.
Ach, vorbei. Gut. Das war Vergeltung. Oh oh. Scheiße. Oh, vorbei. Der trifft aber heute, der trifft aber gerade gar nichts. Gott sei Dank. Magnitude 8. Okay. Du heilst auch nochmal. Ja, 7000 ist auch vollkommen okay. Blaster heißt, du stirbst. Also dafür, dass ich die Stufe halbiert bekommen habe, ist 7000 für Ultima schon okay. Jetzt greift er physisch an als Attacke. Blaster geht nicht durch. Und wieso ist dein Vigra so schwach, Edgar? Oh, jetzt kommt der Geistesmart. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Also die oberen drei dürften gar nichts abkriegen, theoretisch. Nur Saban unten. Genau, da oben geht's daneben. Perfekt. Das kannst du knicken, mein Freund. Und Saban ist blind. Das ist mir völlig Wurst, denn ich greife ja nicht physisch an. Alles okay. Jetzt machen die alle Vigra. Was habe ich denn da jetzt gerade gemacht? Egal. Ich hätte auch Ultima zaubern können. Na, scheiß drauf. Du machst Ultima. Perfekt. Ja, Junge, dein scheiß Geistesmarter funktioniert nicht. Rakete ist mir egal. Energiefokussierung ist mir auch egal. Ich lese auch schon ein bisschen vor, was da oben steht, denn ihr könnt es ja leider nicht lesen. Ich greife wieder physisch an, okay. Und eine Rakete hinterher. Ja. Blaster heißt, du stirbst. Jawohl. Oh, jetzt kommt die dritte Stufe. Geistesmarter. Juckt mich gar nicht, mein Freund. Komplett geblockt. Der hat das gar nicht ausgeführt. Geil, ne? Der hat das gar nicht ausgeführt. Jetzt greift er wieder physisch an. Oh, scheiße. Tot. Das ändern wir noch schnell. Geht auf jeden Fall gut klar gerade. Delta-Attacke. Scheiße, die ist heftig. Oh, geht daneben. Perfekt. Ultima. Ich glaube, ich habe ihn gleich. Wieder ein Stufenwechsel. Herzloser Engel. Jetzt brauche ich definitiv das Final Elixier. Und ich hoffe, der macht das jetzt. Bitte. Nein. Okay, tot. Blaster. Final Elixier. Boah. Oh, scheiße. Ich habe mich verklickt. Kacke, ich habe mich verklickt. Konfus Stufe 3 juckt mich nicht. Ich bin Stufe 80. Erzengel. Auf den falschen. Sorry. Ich bin Stufe 3, Freunde. Energiefokussierung, okay. Herzengel, ja. Ich mach schon mal vorsichtshalber Vigra auf alle. Halt. Ultima. Verloren, was ist das denn? Was zur Hölle ist verloren? Das ist einfach nur verloren, das Ding. Oh oh, das sieht richtig... Oh oh. Das sieht krass aus. Boah. Okay, 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 okay. Freunde, wir sind noch gut im Rennen. Richtig gut. Kommt schon, Ultima. Ja, okay, Vigra. Ist okay, ist okay, ist okay. Alles easy. Alles gut. Delta-Attacke, okay. Geht vielleicht daneben.
Tut sie nicht. Dann brauche ich Medica. Dann brauche ich hier Vigra. Ich habe noch... Nee, ich glaube, ich habe keinen Final Elixier mehr. Jetzt kommt wieder Froststaub. Okay. Ändert seine Taktik wieder. Medica auf Sabin. Ja, wieder da. Energiefokussierung, okay. Vigra auf alle. Feuer auf Terra. Du machst Vigra, einfach nur so. Der ändert wieder die Stufe. Verloren schon wieder. Oh oh, das könnte jetzt... Na, das könnte Terra eventuell treffen. Ich mach wieder Vigra. Eventuell Edgar sogar. Eventuell Edgar. Ja, Edgar ist tot. Boah, verloren ist eine krasse Attacke. Eine richtig krasse. Oh oh, scheiße. Geht daneben. Oh, scheiße, Meteo. Okay, okay, okay. Erzengel, komm. Komm, 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 jawohl. Nochmal Erzengel. Der ändert wieder die Stufe. Was kommt jetzt? Verloren schon wieder. Also, Vigra. Vigra. Boah, Leute, ich bin am Schwitzen. Wir sind so nah dran, glaube ich. Wir sind wirklich so nah dran. Boah, jetzt stirb doch, Mensch. Boah, ist das eine fiese Sau. Nein. Nein. Geblockt. Oh oh. Wenn er das macht, greift er nicht an. Komm schon, Erzengel. Sabin, er hat die meisten HP. Mach jetzt nichts, mach jetzt bloß nichts, Kollege. Nein, oh. Ja, okay. Trifft mich mit 2000 HP ungefähr, ist so in Ordnung. Ich muss alle wieder ans Leben kriegen, irgendwie. Hätte ich mal Phoenix ausgerüstet. Boah, 6000, doch, so viel, krass. Okay, jetzt darf nichts Schlimmes kommen. Suprafrost, okay. Konfus Stufe 3, ist mir egal. Erzengel, du. Und Erzengel, du. Gut, alle wieder da. Ich brauche einen Vigra, ganz dringend. Du. Du. Du machst Ultima. Und noch ein Vigra hinterher. Ist mir jetzt egal. Oh, das ist zu wenig. Der macht wieder nichts. Dann mache ich ein Ultima. Ah, der macht wieder verloren. Das heißt, Terra ist tot. Erzengel. Ich muss mal kurz auf Pause machen, sonst vergessen. Was zu trinken, ein schönes. Ich will nichts verpassen hier. Ich habe richtiges Pappmaul. Ich bin nur am Labern. Wie lange bekämpfe ich ihn eigentlich jetzt? 20 Minuten? Stimmt schon, ne? So, weiter geht's. Ich brauche ganz dringend Vigra jetzt von Terra. Nein, Froststaub. Okay, du bist weg. Ist in Ordnung. Blaster. Tot. Okay. Ihr macht jetzt alle Vigra, glaube ich, ne? Ne, Ultima. Okay. Oh nein! Energiefokussierung ist gut, dann macht er nämlich nichts. Ich brauche Vigra. Ganz dringend. Du hast fast keine MP mehr. Hab aber keinen Final Elixier mehr. Leider.
Ultima. Habe ich noch eins? Ne, habe ich nicht. Okay, dann muss ich nochmal Vigra machen. Oh oh, verloren. Das heißt, Saban ist tot. Boah, Leute. Vigra, sehr schön. Ja, aber nicht so viel, leider. Ja, nee. Ja! Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ihr verdammten Schweine, ich hab ihn. Oh Mann. Dritter Anlauf. Bitte klipp das. Ja, mach ich. Oh Mann. Oh, ich muss pinkeln. Moment. Leck mich am Arsch. Boah. Dankeschön. Ich muss mir den Kampf gleich nochmal angucken. 40 Minuten geht das Video. Ich glaube, ich habe davon bestimmt 25 gekämpft gerade. Aber alter Fifi, ey. So, jetzt gucken wir uns nochmal ganz kurz. Was heißt ganz kurz? Wir schauen einfach mal in diesen Seelenschrein rein. Einfach nochmal gucken. Ich will aber erst eine richtige Gruppe haben. Boah, Leute. Omega Web mit Stufe 80 besiegt. Leckt mich. Das ist zu krass. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Puh. So, warte mal. Karte. Ich habe keine Ahnung, wo Moblitz ist. Ich muss mal eben gucken. World of Ruin, wo ist sie denn? Da, oder? Nee, das ist die World of Balance. Wo ist denn die World of Ruin? Warte, World of Ruin. Ah, hier, okay. So, wo ist Moblitz denn? Moblitz ist... Dumm. Wo ist die Nummer 4? 3, 2... 5, 6, das ist immer so. Wenn du eine Zahl suchst, kommen, also wenn du jetzt die 4 suchst, kommen 2, 3, 5, 6, 7, 8. Fickt euch doch. Wo ist denn die 4? Da hinten. Okay. Ganz da am Rand. Okay. Raffi, bist du noch da oder hab ich deine Boxen zerstört? Boah, leck mich, ey. Bist noch da, gut. So, irgendwo hier soll der Seelenschrein sein. Ja, dann wahrscheinlich... Ja, okay. Dann wahrscheinlich hier irgendwo auf diesen Inseln. Warte mal, ich... Oh, das muss ich speichern. Du machst die Nägel. Sehr schön. Ich muss erstmal zelten. Und speichern. Oh mein fucking Gott. So, das wird gesaved, ey. 41 Stunden. Zack. So.
Jetzt ist die Frage, muss ich wieder irgendwo hier landen oder was? Oder ich mach mal einfach. Oh! Das sieht so aus. Seelenschrein. Na, guck an. Und wer bist du? Dies ist der Seelenschrein. Spannend war das wirklich. Also, rauch du, ich muss gleich auch langsam, aber sicher an meiner E-Zigarette ziehen. Oh, scheiße, Akku leer. So, dies ist der Seelenschrein. Nur wenige erblickten ihn je. Ein Hort boshafter Seelen, die unterworfen in ewiger Ziellosigkeit umherirren. Denn um ihren Blutdurst zu besänftigen, gilt es, die Rastlosen im Kampfe zu bezwingen. Seid ihr Krieger genug? Ja, selbstverständlich. Was wird mich erwarten? Ich frag mal einfach, was mich erwarten wird. Hat der Kampf einmal begonnen, greifen sie in unentwegter Folge an, bis auch der Letzte besiegt ist. Doch wird der Schrein vor Vollendung der Aufgabe verlassen, erwachen alle Besiegten wieder zu neuer Niedertracht. Nicht lange währt die Ruhe der Rastlosen. Der Kampf wird lang. Es wäre ratsam, sich gut vorzubereiten. Kann ich jetzt einfach wieder gehen? Kann ich. Aber wisst ihr was? Ich probier's einfach mal. Was soll der Geiz? Ja. Oha. Ich greife mal stinknormal an. Ich glaube, dass die... Ach, guck mal, da sind ja die ganzen... Ach Gott. Ich lasse einfach jetzt mal laufen. Mit Autokampf. Und gucken, wie weit ich komme. Ah ne, ich muss jetzt wirklich noch schon drücken. Scheiße. Was will ich denn mit Gil? Das hätten sie ruhig mal anders machen können. Dass ich da irgendwie ohne skippen. Ach, elf, wie süß. Dann kann ich ja währenddessen Batterien für meine E-Zigarette tauschen. Mal. Ich habe Omega im Sack, Leute. Celebration ist angesagt. Junge, Junge, Junge. Achso, ich muss wieder drücken. Okay. So, nächster. Ach, Leute. Zack, mein Gott. Gut, das sind ja tatsächlich hier die ganzen Witzgegner von Anfang an. Ich weiß jetzt natürlich nicht, welche, ob das jetzt auch ganz normale... stinknormale Gegner auf irgendeiner Karte oder in einem Dungeon oder irgendwelche... Oder ob das Bosse sind. Ich kann es euch nicht sagen, aber es sieht mir nicht nach Bossen aus. Aber ich habe immer noch die Schleife an, von daher ist alles cool. So bezüglich Statusveränderung mäßig. Wie viele Gegner sind das denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht sind das ja auch alle Gegner ever. Ich mache weiterhin nichts. Ich gucke da einfach mal gespannt zu. Lehne mich zurück. Denn ich habe das Vieh im Sack. Und mir ist alles egal. Wenn ich jetzt hier halt nicht weit komme, dann ist das so. Wir können euch schon einen Kaffee machen oder ein Brot. Ach ja. Okay. Oha. Tschüss.
Ich frag mich ja, ob die Drachen da auch noch wieder drin sind. Who knows? Auf jeden Fall sieht das Setup hier richtig geil aus, da hinten mit den Treppen und dass es sich so bewegt. So. Ich muss ja jetzt irgendwas finden, was hier euch nicht davon abhält, wieder zu gehen. Aber so an sich. Das Ding haben wir doch eben schon mal, ne? Da war es aber braun, glaube ich. Who the fuck are you? Hallo. Wir sind jetzt bei Gegner, ich habe keine Ahnung, 26 oder so. Ich habe echt null Plan. Die kommen hier echt nacheinander angeschossen. Oh, du bist geheilt von mir, das ist scheiße. Oh, tschüss. Ich mach das jetzt wirklich so, ich guck mir das Ding an, bis ich sterbe und dann, Neun. Und, oh, 10, Entschuldigung. 14, ja gut. Ihr seid ja doch krass. Süß. Tschüss. Und tschüss. Also ich darf zwischendurch nicht rausgehen und speichern. Ich muss tatsächlich sterben. Und dann ist vorbei. Kann ich weglaufen? Könnte ich. Da stand nicht Flucht unmöglich. Okay. Oha. Was ist jetzt los? Hätte ich jetzt rausgedurft? Hätte ich. Okay. Ihr schon wieder. Naja. Ja, ich hab. Raffi, kannst du mal schauen, wie viele Gegner das sind? Wäre ich dir sehr verbunden. Und vor allen Dingen, was für Gegner? Es sieht aus, als wenn das alle Gegner wären, die jetzt hier im Spiel vorkommen. Alle. Das heißt, die Drachen ja später auch nochmal. Plus der Imperator-Drache und Omega? Who knows? Oh, die Viecher kenne ich noch aus diesem komischen Turm da. Darf ich die überhaupt physisch angreifen? Ich glaube nicht. Doch, darf ich. Okay. Wie hieß der Turm noch? Weiß ich nicht.
128 Kämpfe, okay. Ja, da, also davon muss ich ja bestimmt schon 30, 40 haben jetzt. Dann bin ich mal auf den letzten gespannt. Oh, das war schon eine okay Attacke, sag ich mal. Oh, der ist schon was stärker. Wundert mich, dass der Zolindolt ihm keinen Schaden macht. Säure, okay. Ich werde mal Vigra machen. Oh, das war der Endboss von diesem Teil. Und waren das vielleicht 25 jetzt? Dass dann nach 50 erstmal Schluss ist oder so? Weiß ich nicht. So, ich mache erstmal Vigra. So. Diadlos kenne ich auch noch. Hä? Was ist denn jetzt los? Muss ich den vielleicht... Aha. Schläfer. Cool. Ach nee, komm schon. Hallo. Okay. 10 Magie-EP, nicht schlecht. Die Gegner werden alle stärker. Oh, ein Kaktor. Also die Bosse können da eigentlich gar nicht bei sein, weil sonst wäre ja schon einer aufgetaucht jetzt hier, oder? Ich habe noch keinen einzigen Boss gesehen hier. Aber die Drachen könnte ich mir schon vorstellen. Ja gut. Freut mich trotzdem, dass du dabei warst bei,
bei Omega. Das hier ist ja jetzt quasi wirklich nur Bonusmaterial, sag ich mal. Ich vermute mal, das hat hier klappt. Ich wüsste nicht, wer jetzt noch kommen sollte, außer vielleicht ein krasser Drache, der mir hier Angst machen könnte. Keine Ahnung. Ja, alles gut. Alles gut. Ein krasser Gegner, okay. Oh, Tombris! Hey! Oh. Die einen sehr krassen Reflex haben, wie mir scheint. Oh, Quatsch. Hallo Leute, darf ich jetzt auch mal? Was ist denn los mit euch? Also. Oh, das war's. So, darf ich jetzt hier raus? Nee, darf ich nicht. Ich vermute mal, dass das jetzt gerade Gegner 75 war. Ist eine Vermutung. Keine Ahnung. Oder Gegner 50? Ich weiß es nicht. Ich zähle jetzt einfach mal bis zum nächsten Mal. Vielleicht sind ja tatsächlich 25. So, weiter geht's. Osteo tot. Tot. Scheiße, ich habe mich verklickt. Na, Gott sei Dank. Oh, Eichhörnchen. Naughty. Ach ja. Und Raffi, weißt du, was das Geile ist? Jetzt, wo ich das Ding hier im Sack habe, kann ich endlich meinen PC neu machen. Oh Mann. Wobei ich so gerne den Speicherstand behalten hätte, aber gut. Scheißegal, ich hab's ja auf Band. Oh Freund, du hast krasse Reflex, Junge. Das ist scheiße. Tschüss. 8000 Gil dafür? Alter Schwede. Da ist ja schon wieder der Penner. Machen wir so. Ach, schon weg. Okay. Tot. Jetzt habe ich vergessen zu zählen. Kacke. Na gut. Also die Gegner, ich hätte gedacht, dass die mit Mal zu Mal stärker werden. Aber irgendwie habe ich gerade gar keine Probleme. Ich könnte nochmal Vigra zaubern auf Terra, ja. Aber so an sich finde ich es jetzt gerade relativ okay. Haben die ein Motorrad am Bein? So. Ich tippe jetzt mal auf 90. Ich habe keinen Plan. Oh ne, verführen ist scheiße. Ach ja. Heute ist ein schöner Tag.
Ich habe gerade mal geschaut, Omega Weapon hat 23 Minuten gedauert. 23 Minuten. Das ist schon krass. Ich meine, der war auch heftig, ey. Alter Schwede. Und ich habe 4 Anläufe gebraucht, oder 3? Ich weiß es nicht. 3 oder 4. So, und für die Neuankömmlinge hier, Hallöchen. Wir sind gerade im Seelenschrein. Da gibt es 128 Kämpfe ohne Pause. Doch, wohl mit Pause, aber ich darf da nichts machen. Ich darf nicht speichern und nichts. Ich dürfte mich theoretisch heilen. Aber brauchen wir nicht. Bis jetzt läuft alles gut. Ich habe, glaube ich, erst... Was hat Terra eigentlich so wenig MP? Warte mal, krass. Naja, gut. Das ist nichts im Vergleich zum Drachenhort, das Ding hier. Nichts. Das ist ein Witz. Und der Hort war krass. Da habe ich 9 Stunden verbracht. 9 Stunden. Das ist ein Viertel des Spiels. So, ich könnte noch mal ein Päuschen vertragen jetzt hier, Kollege. Na, immer noch nicht? Okay. Ah, oh, Todesroulette. Komm schon, bis dahin ist das Ding tot. Bis der Pfeil mich trifft. Noch einer kommt. Ah, schade. Okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was ändern. Und zwar muss ich die Beschreibung ändern. So, jetzt updaten wir das mal kurz. Denn ich mache ja auch gerade den Seelenschrein noch. So, Erzengel. Zack, Vigra. Zack, und Angriff. Mann, Terra, jetzt hau doch mal da ab, Mensch. Dumme Kuh. Stirb jetzt endlich mal, na danke. Meine Fresse, ey. So, Päuschen, sehr schön. Wie viel ich jetzt hab? Kein Plan. Ich mach einfach weiter. Erzengel auf dich. Vigra auf alle. Hab ich Gelbkirchen? Ich glaube, ich habe eben eine bekommen von unserem Gegner. Eine einzelne Gelbkirche habe ich. Oh. Warte mal, geht das auch mit Allheilmitteln? Ja, perfekt. Scheiß auf die Gelbkirschen. Ich werfe mal einen X-Aether auf Terra. Perfekt. Ja, das lassen wir so. Alles gut. Aber warte mal, ich habe Diablos gelernt. Bedeutet, ich kann den... Ne, warte mal, ich achte mal drauf. 23.000 bei Terra noch. Bei Stufenanstieg plus 100% TP. Was das heißt, weiß ich nicht. 100% TP heißt, ich habe ja gerade 9000. Was das jetzt heißt? Keine Ahnung, ich lasse es mal. Nächste Runde, die dritte. Vielleicht wird es jetzt ein bisschen herausfordernder. Ich bete darum. Ja, sieht so aus. Fängt an mit Drachen. Die ein bisschen was drauf haben. Ja, okay. So, euch kenne ich auch. Okay, dann sind es tatsächlich keine Bosse. Es sind wirklich nur Standardgegner aus dem Base-Game. Also nichts Weltbewegendes. Aber ein Gegner soll krass werden. Wahrscheinlich dann der letzte, gehe ich mal stark von aus. Ich bin gespannt, wer das ist. Sehr gespannt, wer das ist. Ach nee, die schon wieder, ey. Die Dinger sind aus dem Drachenhort. Also wir kommen der Sache, glaube ich, näher. Die sind definitiv aus dem Drachenhort.
aber sicher. Die sind aus dem Drachenhort. Jetzt fängt Terra wieder mit der Scheiße an. Du kriegst direkt ein Ultima in die Schnauze, dumme Kuh. So. Tschüss. Blöde Sau. Ich werde mal ganz kurz Vigra auf euch zwei, ja. Angriff. Passt. Ihr seid aus diesem komischen Turm, wo ich nur Magie zaubern durfte. Wie hieß der denn noch? Ich komme nicht drauf. Warte, das war nicht Moundstar. Ich komme nicht drauf, egal. Ihr auch. Euch kenne ich auch noch aus dem Turm. Oh. Drachens. Drachens und Gefolgens. Schwache Drachens. Mhm. Leute, also ich weiß ja nicht, aber ich... Bin ich zu krass drauf? Ne? Level 80 finde ich jetzt auch nicht viel. Ich hab Leute gesehen, die haben das Spiel mit Level 99 beendet, aber ich fühle mich gerade so... Weiß ich nicht. Wieso bist du jetzt aus Phantom, mein lieber Edgar? Keine Ahnung. Soll mir egal sein. Phantom hält ja bekanntlich fast ewig an. Ich habe beim Trainieren damals schon wieder, ich glaube, über 16, 17 Kämpfe mit Phantom bestritten. Das war geil. Oh, du hast... Ah, scheiße, das muss ich mal ändern. Weihwasser für dich, mein Freund. Quatsch. Weihwasser da. So, jetzt wird's langsam interessant, glaube ich. Ja. Das sind diese Gegner aus dem Turm, wo ich nicht physisch angreifen durfte. Da geht alles daneben. Ja. Langsam wird's interessant. Den darf ich auch nicht angreifen. Okay. Zum Glück habe ich drei Leute mit drei Gestirn. Dann kann ich nämlich schön hier die Ultimas rausfeuern. Bla.
Oh, fuck. Oh. Speer. Aua. Aua. Todstufe 5 juckt mich nicht. Gott sei Dank, dass du Stufe 81 bist, meine Liebe. Sonst wäre es jetzt vorbei gewesen. Also man darf hier nichts auf die leichte Schulter nehmen, anscheinend. So, dich beleben wir auch noch eben wieder. Okay, oder auch nicht. Der Blaster ist eine richtige Scheißattacke. Todstufe 5 könnte Lock treffen, ich glaube. Nein, okay. Erzengel auf dich und Erzengel auf dich. Schon wieder ein Blaster. Oh, vorbei. Perfekt. Gut. Einfach mal, damit ich voll aufgeladen bin. Jetzt wird es ja doch ein bisschen kritischer hier. Darf ich dich zufällig... Bei dir klappt es auch nicht. Perfekt. Meteo. Ja. Ja. Okay, dich darf ich wieder physisch angreifen. Perfekt. Dann machen wir das doch mal. Oh, Zauberhütte, die wollen Elixiere haben, ne? Glaube ich. Habe ich welche, ist die Frage. Habe ich, ja, ich habe 3 Stück. Ich probiere es aber erstmal so. Ich weiß nicht, ob das bei denen genauso ist. Mal eben gucken. Ich versuche mal Ultima. Jo. Oha. Ist das jetzt hier die letzte Stufe? Möchte ich wissen. Ja, Raffi, ich danke dir fürs Zuschauen. Und für die Unterstützung. Haben wir es hinbekommen. Perfekt. Ja, ich wünsche dir viel Spaß und... Danke sehr. Danke sehr. Und dann sehen wir uns und hören wir uns. Nee, mache ich nachher. Ich klipp das. Kannst du ja. Ich lade das morgen auf YouTube hoch. Aber ich klipp's auch, ja, mache ich. Mach ich später. Wenn das hier, ich will das auch nochmal sehen. So. Ich denke, jetzt wird krass. Bis dann, ciao. So. Ja, ich bin an sich vorbereitet. Ne? Ich habe 3 Schleifen. Warte mal, ich könnte... Habe ich noch ein 3-Gestirn? Dann könnte ich das nämlich Edgar anlegen. Habe ich aber, glaube ich, nicht. Hätte ich jetzt im Drachenhort noch eins nehmen müssen aus der Kiste. Aber scheiß drauf, dann ist das so. So.
Oh, das Ding kenne ich auch noch. Das verbirgt diese Kiste gleich, wenn ich angegriffen habe. Oh nö, das war's schon. Leck mich. Okay. Was bist du denn für ein Ding? Okay, das war's auch schon. Guti. Kopftuch, ja, geil, perfekt. Ach du Scheiße, wer seid denn ihr? 33. Oh, den kenne ich auch noch. Das war mein Boss, tatsächlich. Ich glaube, jetzt kommen die ganzen Bosse, oder? Das könnte gut sein. Jetzt kommen, glaube ich, die ganzen Bosse. Ja. Jetzt kommen die Bosse alle der Reihe nach. Ja, ja, okay. Dann wird's jetzt tatsächlich interessant. Das ist Saruman. Quatsch, Sauron. Nicht Saruman. Tschüss. Tschüss. Terra steigt auf. Oh, okay. Das war eine kürzere Pause jetzt. So, 3293. Was hatte ich vorher? 9000 taumig blau, ne? Ja, irgendwie verstehe ich diesen Sinn nicht. TP plus 100%. Ach so, ich verstehe. Doch, ich verstehe. Das, was ich eigentlich aufgestiegen wäre, also von 9000, was waren es? 37, glaube ich. Die Differenz zwischen den alten und den neuen HP bei Level Up. Die mal 100%. Okay. Alles gut? Verstanden. So. Ich denke mal, jetzt wird's krass. Ja, sieht schon so aus. Macht ihr wieder auf alle und das oben läuft weiter. Ich werde nicht mehr. Das ist so unfair. Das ist so scheiße unfair. Oh, rotz ihn einfach weg. Komm schon, rotz den weg. Nein.
Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay. Turbo-Ad habe ich nicht. Doch, habe ich wohl. Oh, Gott sei Dank. Danke. Bitte. Tschüss. Boah, gut, dass ich nur einen hatte. Sonst wäre es jetzt hier vorbei gewesen, glaube ich. Gut. Kreuz des Südens. Kenne ich noch von Omega. Metallschneider, okay. Ja. Fuck, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mich ein bisschen heilen, aber gut. Oh oh. Ja, okay. Oh. Ja, was seid denn ihr? Silenzio. Abgewehrt. Okay, ich brauche Ultima. Gut. Tschüss. Dämonitdrache, okay. Na dann. Tschüss. Tschüss. Oha. Ich glaube, habe ich eben schon gesagt, aber ich glaube, jetzt wird es interessant. So, MP brauche ich nicht aufzuladen. Die sind noch alle gut. Zumal ich auch, glaube ich, nicht mehr viel hätte. Ne, ich habe gar nichts mehr. Und 3 Elixiere noch. Und ein Äther, das war's. Also mit MP muss ich jetzt ein bisschen haushalten. Zumindest bei Edgar, denn der hat kein 3 Gestirn. Gut, dann schauen wir mal. Aha, jetzt kommen die Drachen. Das ist der Eisdrache. Ich bin gespannt, welche Version. Die aus dem Drachen oder die normale? Okay, die normale. Perfekt. Die gehen ja tatsächlich noch.
Die aus dem Drachenhort wären auch echt zu krass gewesen. Das wäre jetzt richtiger Abfuck geworden. Wer kommt jetzt? Okay, ich weiß nicht mehr genau, welcher Drache das war, aber... Scheiße, irgendwer heilt ihn. Ich glaube, Locke war das. Ja. Mhm. Die Drachen durften das Letzte sein. Und dann kommt vermutlich der Imperator-Drache. Ich weiß es nicht. Energierüstung, okay. Das ist der Erddrache, das weiß ich. Der aus der Oper. Tückischer Fang geht daneben. Und tschüss. Drache Nummer 3. Das ist der Blitzdrache. Tschüss. Der Knochendrache. Ich glaube, bei ihm ist es auch wieder mit HP abziehen. Oder? Ach nee, das war ja im Drachenhort so. Stimmt. Der ist ganz normal. War das jetzt Nummer 5? Ich glaube ja. Dann kommt jetzt Nummer 6. Der Eisdrache. Nee, Quatsch. Der Weihdrache. Macht Sanctus. Ja, okay. Und auf Lock. Auch in Ordnung. Oh, scheiße. Sabin heilt ihn. Egal. Er ist weg. Was fehlt uns noch? Roter Drache. Und der was ist das? Ach, der Wasserdrache. Wasser und Rot fehlt jetzt noch. Ich heil mich mal einfach zwischendurch. Kann ja nicht schaden. Falls er nicht vorher abkackt. Doch, tut er. Dann kommt jetzt der Rote zum Abschluss. Und dann hoffe ich, dass ich nochmal raus darf. Jo, da ist er. Speicher ich mal eben. Nee, halt. Das mache ich mit dir, denn du hast nur einen MP-Verbrauch. Zack, und komm du auch nochmal. Einfach nur so. Und dann draufrotzen. Das hätte ich gar nicht machen müssen. Egal. Egal. Oh, so ein Feuerball, Junge. Witzig. Und tschüss. Noch aber nicht. Dann jetzt aber. So, ich glaube, das war's jetzt. Jetzt kommt der Endgegner des Seelenschreins. Denk ich mal. Darf ich nochmal raus? Darf ich. Okay. Das waren jetzt die 8 Drachen. Jetzt bin ich gespannt, was mich jetzt erwartet. Entschuldigung. Ich ruste mich nochmal kurz aus. Ob alles so seine Richtigkeit hat. Sieht aber so aus. Jo. Dreigestirn. Schleife, Hyperreif. Dreigestirn. Gucken wir uns an das Ding. Ich bin so gespannt, wer es ist. Okay, ich dachte, das wäre es schon gewesen, aber scheinbar noch nicht. Nee, Tatsache. Oh nein, nicht der schon wieder. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn wie die Pest. Ach, ihn kennen wir doch. Wie hieß er denn noch? Weiß ich gar nicht mehr. Mal gucken.
Ach, scheiße, schon tot. Okay. Und tschüss. Oh, die drei Wichser kann ich auch noch. Die muss ich alle zusammen fertig machen irgendwie. Wie war das denn noch? Naja, die beleben sich gegenseitig wieder. Okay, dann muss ich mit Ultima ran. Glaube ich. Nee, muss ich nicht. Okay. Diese Gegner, ne? Unfassbar. So, wer kommt jetzt? Auf dem Servierteller. Oh, und ich habe noch eine Offenbarung erhalten. Sehr geil. Dich kenne ich auch, mein Freund. Barrierenwechsel, okay. Dich mache ich mit Ultima platt, glaube ich. Block blockt alles weg. Geil. Und tot? Nein. Junge, da kannst du wechseln, wie du willst. Barriere ist irrelevant gegen Ultima. Jetzt stirbt er eigentlich, Mann. Du hast schon 40.000 weg. Der stirbt immer noch nicht. Das war der Penner aus dem Turm oben. Oha. Oh shit, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mich heilen. Kann ich eh vergessen. Aber bitte noch nicht sterben. Ich will mich noch heilen, bitte, vom nächsten Kampf. Scheiße. Ich weiß nicht, was kommt. Thank you.
Thanatos. Tschüss, Thanatos. So, ich sag jetzt nicht, dass es vielleicht jetzt krass werden könnte. Schon so oft verkackt jetzt. Ja, vermutlich ist es jetzt tatsächlich soweit. Ich weiß es nicht. So, Terra. Wieso hast du eigentlich so wenig... Du hast doch gar nicht so viel gezaubert, oder hast du? Nee, hast du nicht. Und du hast es drei Gestirn an, ne? Jo. Naja, gut. Who the fuck are you? Oha, den Burschen kenne ich auch noch. Aber sein Name sagt mir nichts mehr. Oh scheiße. Okay, Lock, du heilst, du greifst nicht mehr an. Starke Abwehr hat er auch, der Bursche. Dann wollen wir dich mal wegultimaren, wa? So, okay, du kannst mal den Bohrer rausholen. Du... Mach's Ultima. Ja. Wer warst denn du nochmal? Keine Ahnung. Ah! Stimmt! Das Kriegstriumvirat. Was ich so super geil aussprechen konnte seinerzeit. Kommen die jetzt alle drei, wa? Übrigens, hi Marcel. Ja, stimmt, da ist der zweite. Okay. Ja, wenn jetzt das Kriegstriumvirat kommt, dann... Pff, wer ist denn der Boss dann? Von dem Teil. Kefka glaube ich nicht. Ich glaube immer noch der Imperator-Drache, aber das wäre einfach zu krass. Ernsthaft?
Okay. Geil. Immunität Erde ist mir sowas von egal. Aber da wir jetzt schon am Kriegstriumvirat sind, würde ich sagen, nähern wir uns sowas von dem Ende jetzt hier. Und wenn Kefka der Endboss ist, dann... So, einer fehlt noch. Und dann darf ich vermutlich wieder kurz Pause machen. Der rote vorhin... okay. Ja, zack, Pause. Gut, also nochmal kurz aufheilen. Ja, ich werde jetzt Terran Elixier geben, weil ich habe ein bisschen Angst um ihre MP, wenn ich ehrlich bin. Wobei, muss ich eigentlich nicht haben. Komm, scheiß drauf, ich habe noch zwei. So. Möge das der Endkampf sein. Bitte. Musik? Nein. Wieder der Eisdrache. Dann ist das, ja, Doppelgänger, alles klar. Das ist der Eisdrache aus dem Drachenhort. Jetzt kommen die Drachenhort-Drachen. Ich werde nicht mehr. Oh, scheiße. Oha. Wenn die mit denselben Voraussetzungen daherkommen wie im Drachenhort, dann Prost Mahlzeit. Und das glaube ich. Bedeutet Knochendrache wieder 14.000 EP abziehen, roter Drache so lange überleben wie es geht. Was war noch? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist aber jetzt mal höchst asozial. Gut, das wäre der erste. Wenn ich jetzt keine Pause machen darf. Aua. Darf ich nicht. Und da kommt... Ach du Scheiße. Doch ist es. Doch ist es. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass das Ding scheiß groß ist und mega verwirrend. Dann ist das hier der Sturmdrache. Ja, sind die auch. Sehr viel härter. Sehr, sehr viel härter. Vor allen Dingen, weil die bestimmte Voraussetzungen haben. Also einfach draufrotzen geht nicht. Also hier bei den ersten drei oder vier, glaube ich, noch ja. Danach muss man halt taktisch klug vorgehen. Ja, haut ruhig alle daneben, ist gar kein Thema. Mein Gott. Heftig. Okay. Scheiße, jetzt gehe ich mit den Vorzeichen in den nächsten Kampf rein. Aua, aua, aua. Ich darf keine Pause machen. Erddrache. Tralala. Aua, 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 aua. Au, Beben, ich bin tot. Zumindest. Ja, okay. Thank you.
Nee, halt. Bohrer will ich. Ja, tob doch! Oh oh. Du kranker Wichser, ey. Nein! Alle nacheinander, wollt ihr mich verarschen? Wenn du nicht, du machst Bora, du heilst aber. Ja, aber die werden ja immer krasser. Zumal gleich vermutlich noch der Imperatordrache auftaucht. Gehe ich jetzt mal sehr stark von aus. Nein, Mann, nein. Was machst denn du? Bist du bescheuert? Ey. Nee, komm. Ja, mega. Und auch der einfachste von allen macht mich hier gerade fertig. Unfassbar. Ich hätte mich heilen sollen. Scheiße, war eine doofe Idee. Ja, das war eine verdammt doofe Idee. Ja, das war eine scheiß Idee, war das. Ja. Jo. Okay. Ja gut, dann ist das so. Eigentlich wollte ich mir den Seelenschrein einfach nur mal angucken. Vermutlich bin ich gerade an Gegner 125 waren es, 120 gescheitert, aber... Pff. Naja, die 8 Drachen nochmal zu machen und das hintereinander ist übel. Richtig übel. Leute, wisst ihr was? Das ist es jetzt gewesen. Ohne Scheiß. Ich versuche den vielleicht nochmal offscreen und gucken, wie weit ich komme, aber ich wollte mir den ja eigentlich wirklich nur angucken und er gehört auch nicht zu 100% dazu. Die 100% habe ich definitiv, denn ich habe alle Magneten von vorne bis hinten, ich habe alle Waffen, ich habe den Drachenhaut komplett, ich habe Ultima, ich habe Omega Weapon, ich habe den Imperator Drachen, ich habe alles. Theoretisch. Bis auf diesen scheiß Seelenschrein. Der gehört aber, glaube ich, nicht zu 100% dazu. Sag ich jetzt mal einfach so. Und wenn, dann habe ich ihn zu 95% fertig. Der Anfang war ja Kindergarten. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich kriege. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da kommt wieder dieser komische Frosch, der mich ja beim Imperatordrachen begrüßt hat, gesagt hat, mach den Schrein und dann bist du der Held von... was weiß ich wo.
ja, ich bekomme wahrscheinlich eine Auszeichnung, sag ich mal. Die habe ich bei Omega eben auch bekommen. Aber selbst wenn es jetzt irgendwie eine geile Waffe wäre oder sowas, die bringt mir ja im Endeffekt nichts mehr, weil das Spiel ist durch. Also von daher, auch selbst wenn ich Kohle kriege, ich habe glaube ich, was habe ich? Warte. 115.000, Quatsch. 1.150.000 Gil. Keine Ahnung. Ich werde mal bei YouTube gucken, ob irgendwer den Schrein schon gemacht hat. Und, also die 8 Drachen hintereinander ist schon sehr sportlich. Das ist... Naja gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Marcel, vielen Dank fürs Dabeisein. Und damit wäre es das hier für Final Fantasy 6 gewesen. Falls ihr noch Fragen habt... ja, genau. Das wär's. Falls ihr noch Fragen habt zum Drachenhort, zum Imperatordrachen, zu Omega Weapon, zu was weiß ich, entweder guckt ihr euch die Teile 1 bis 5 nochmal an, Teil 6 ist heute, könnt ihr euch auch gerne morgen auf YouTube angucken, lade ich morgen hoch. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Teil von Sleeping Dogs, vermutlich morgen, schauen wir mal. Ich werde es ankündigen und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann, ciao, tschüss.